Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Das Wunder kann auch bei Ihnen gerade jetzt passieren. Das Wunder ist dort, wo Jesus ist. Jesus ist nicht nur irgendwo an einem speziellen Platz oder heute hier, sondern Jesus ist dort, wo er gebraucht wird. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wisst ihr, was das ist? Ein Kreuz. Jesus Christus hat für uns alles getan am Kreuz. Stimmt's? Und das Schöne ist, dass das Kreuz leer ist, weil er auferstanden ist. Er hängt nicht mehr am Kreuz, sondern er ist auferstanden. Seit dem Kreuz ist für uns eine riesen Zukunft angebrochen. Die Zukunft, wisst ihr, wie lange die geht? Ewig. Eine ewige Zukunft und unser Leben hat wieder Perspektive bekommen. Was irgendwo tot war, wo Sünde, Trennung von Gott war, hat wieder Leben bekommen. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Jesus für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Und wir haben hier so große Buchstaben auf die Bühne gestellt. Und das ist das Unmöglich. Ist jemand da, der irgendwie schon was Unmögliches erlebt hat oder noch hat, wo du sagst, unmöglich, vielleicht krebskrank, vielleicht hast du irgendwelche Dinge, wo für dich unmöglich sind, dass da irgendwie Hilfe ist. Und ich kann euch sagen, wisst ihr was? Dieses Kreuz hat das Un durchstrichen. Das Un ist durchgekreuzt. Das Un ist besiegt und das Un ist weg und es heißt, es ist möglich. Was mir heute ganz, ganz wichtig ist, erwarte dein Wunder in deinem Haus. Es ist schön, dass ihr heute so zahlreich hierher gekommen seid. Es ist schön, dass wir in diesem wunderbaren Haus Jesus erleben dürfen. Und wir haben gerade gehört von vielen Dingen, wo Gott ein Wunder getan hat. Das ist was Wunderbares. Aber ich sag dir, das Wunder ist in deinem Haus. Wisst ihr warum? Nicht, weil dein Mann so lieb ist, sondern weil Jesus bei dir ist. Und dort, wo Jesus ist, ist das Wunder. Wunder braucht nicht unbedingt eine heilige Stätte. Wie viele heilige Stätten, ihr wisst, wir gehen oft nach Israel und haben dort wunderbare Gottesdienste auch an den heiligen Städten, wie man sie nennt. Aber wisst ihr, wo die heiligen Städte sind? Dort, wo irgendwann mal was passiert ist, wurde es eine heilige Stätte. Und ich sag dir, du bist auch eine heilige Stätte. Weil wenn Jesus in dir wohnt, bist du heilig. Amen. Du sagst vielleicht, ja, Christen, da kenne ich sehr viel Scheinheilige. Und eure Reaktion merke ich, ich habe voll getroffen. Ja, Scheinheilige gibt es auch, aber ihr Lieben, dort wo Jesus wirklich ist, nicht wo er gespielt wird, dort wo er wirklich ist, da ist er heilig und du bist heilig. Und das ist was Wunderbares. Jesus ist nicht nur irgendwo an einem speziellen Platz oder heute hier, sondern Jesus ist dort, wo er gebraucht wird. Wir wissen, in Israel gab es zur damaligen Zeit viele Synagogen. Er war auch manchmal in der Synagoge, aber wisst ihr, wir lesen in der Bibel, dass er in den Synagogen, eigentlich in seinem Haus, die meisten Probleme hatte. Stimmt's? Dort
außerhalb, dort, wo die Probleme waren, wo er Leute helfen konnte, da sind die Zeichen und sind die Wunder geschehen. Jesus war dort, wo er was tun konnte. Und ihr Lieben, was wir wissen müssen ist, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, heißt es im Wort Gottes. Und in diesem Tempel geschehen Heilungen, geschehen Wunder. In diesem Tempel, der du bist. Also wir haben das geistliche Haus und wir haben dein Steinhaus, also zu Hause bei dir, wo du deine Wohnung hast oder dein Haus und das physikalische Haus. Und Gott möchte ein Wunder in deinem Haus tun. Und nicht nur eins, immer wieder eins. Du sagst vielleicht, ach ja, das wäre so schön. Ich sag dir, es wäre nicht so schön, sondern es wird geschehen. Glaube es. Glaube es. Fasse Mut. Dein Haus ist ein Ort, wo Unmögliches möglich wird. Wisst ihr, weil in diesem Haus, ja, das hält ja gut, weil in diesem Haus, in deinem Haus, das Unmögliche, so ist es ohne Gott. Aber kommt das Erlösungswerk Jesus mit in das Haus, dann ist das Unmögliche weg und alles ist möglich. Es heißt in der Bibel, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und das ist das Wunderbare. Du brauchst dein eigenes Wunder, dein eigenes Zeugnis. Wenn ich immer nur erzähle, ja, mein Vater hat gesagt, er hat erlebt. Ich weiß viele tolle Geschichten, die mein Vater erlebt hat. Wir haben viele gemeinsam miteinander erlebt, wo das ganze Zentrum gebaut wurde. Viele Wunder, aber ich brauche auch mein eigenes Wunder. Du brauchst auch dein eigenes Wunder und nicht, dass du sagst, die Karlsruher haben ein Wunder erlebt. Du musst sagen, ich habe ein Wunder erlebt. Und nicht nur sagen, sondern du sollst es auch heute und hier erleben. Weil der Herr der Wunder ist in unserer Mitte. Und ihr Lieben, das Schöne ist es, dass wir uns hier vorne nicht anstrengen müssen und Wunder tun, sondern das Wunder ist bei Gott. Und er wirkt das Wunder an dir. Glaubst du das? Du brauchst wirklich dein eigenes Wunder. Es ist dein Haus, in deinem Haus soll das Wunder geschehen. Und wisst ihr, wenn das Wunder in unserem Haus geschieht oder in deinem Haus geschieht, dann kommen auf einmal belastete Leute hinein in dein Haus und sagen, ach, mir ist heute so schwer, alles sieht so dunkel aus, uns ist alles. Und du sagst, ich weiß jemand, der dir helfen kann. Und du erzählst von deinem Zeugnis und sagst, Gott hat mir geholfen. Und die Leute, die bei dir in dein Haus belastet reingehen, gehen wieder fröhlich raus und sagen, ich habe den Schlüssel gefunden, ich habe Jesus gefunden. Und ihr Lieben, wir können es nicht tun und wir können noch so dicke Wälzer lesen, wo Eheberatung, ich sage ja nichts gegen Eheberatung, nein, wir wissen weiter, weil wir es Jesus übergeben können und sagen, Gott wird es zeigen. Gott offenbart es dir vielleicht auch. Und Leute kommen vielleicht hinein, wo die Ehe klemmt und gehen raus und sagen, ja, wir versuchen es neu. Wir versuchen es neu. Dein Haus soll ein Haus der Wunder sein. Oder kommen Zweifler hinein oder so Nörgler oder so Kritisierer. Kennt ihr die? Ach ja, das und da wird schlechter und überall wird schlechter und was noch alles. Dann sagst du, ja, alles okay, aber ich habe einen Gott und einen Gott, der da hilft. Das Wunder ist in deinem Haus. Du sagst, ja, ich gehe in die Kirche. Ich sag dir, die Kirche bist du. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Sagst du, ja, ja, gut, die Großen, die sehen so ein bisschen nach Kirchturm aus. Nein. Du selber bist der Tempel des Heiligen Geistes. Das, was du in der Kirche hörst, auch was du heute hörst, ist dazu da, damit du es lebst zu Hause. Hier wird praktisch Theorie gemacht, aber die Praxis ist auch zu Hause, nicht nur hier. Und
Lebe es zu Hause und erlebe es zu Hause. Es ist schön, wenn ihr immer wieder kommt und das ist was ganz Tolles. Aber es ist wichtig, dass wenn wir auch hier rausgehen, Gott erleben. Denn wir haben einen Gott für den Alltag. Wir haben nicht einen Gott für Sonntags oder für Feiertage oder für Weihnachten oder Ostern, sondern wir haben einen Gott für jeden Schritt, den wir gehen. Er geht mit uns. Er geht mit dir zum Arbeitsplatz. Jeder Schritt, den wir gehen, ist er bei uns. Und erlebe bei dir, dass das Unmögliche möglich wird. Und wir möchten euch heute so ermutigen, dass ihr wirklich an das Mögliche glaubt, obwohl vielleicht noch das Unmögliche in eurem Haus ist. Denn ihr habt ein Haus der Wunder. Nicht, weil ihr ein schönes Haus habt. Ich glaube, dass ihr ein schönes Haus habt oder sagt, ja, wir haben schöne Ziegel oder eine schöne Haustür. Nein, das Wunder ist in deinem Haus, wenn Jesus dort ist. Dann ist das Wunder in deinem Haus. Ich habe eine unbeschreiblich schöne Geschichte gehört. Und zwar eine Frau aus Österreich, mit der habe ich gestern noch mal telefoniert. Diese Frau hat über unseren Hausmeister, über Wolfgang, angefragt, ob ich mal Zeit hätte, für sie zu beten. Sie hat einen Tumor im Kopf und also ganz schlimm und ob ich mal Zeit hätte. Und ja, und das war also kurz vor Weihnachten. Ich habe diese Frau angerufen und ich habe sie kaum verstanden, nicht weil sie österreichischen Slang spricht, sondern weil sie richtig schwach war. Und dann sage ich, jetzt beten wir. Und ihr Lieben, wir haben vorher gehört, auch ein kurzes Gebet hat richtig geholfen. Das Gebet war auch nicht zu lang. Aber wisst ihr, wenn man so für Kranke betet, möchte man es gern so formulieren, dass man im Gebet die Heilung macht. Und das kann man ja nicht, sondern Gott macht's, stimmt's? Aber man möchte den Leuten ja was Gutes tun, man hat auch ein Herz dafür, man fühlt mit und würde es gern den Leuten rüberbeten. Sag mal so, rüberbeten. Und das ist ja nicht das, was wir tun sollen, sondern es soll ja der Glaube sein. Also wir haben gebetet, ein Telefon, nichts Spektakuläres, aufgelegt und ja, wieder unsere Arbeit getan. Vor ein paar Wochen kam Wolfgang und sagt, stell dir vor, diese Frau war bei dem Tumormenschen in der Klinik in München und der Professor hat unter dem MRT nichts mehr gefunden. Das war nicht in der Kirche, sondern das war bei ihr zu Hause. Und ich wollte es noch mal wissen, ob es wirklich gut ist, habe gestern angerufen und dann sagt sie, ja, das ist wirklich gut. Sie hat erst im Jahr wieder eine Routineuntersuchung, aber der Doktor hat nur gesagt, die haben die Hälfte vom Schädel oder ein ganzes Stück Knochen rausoperiert, dass sie da irgendwie rankamen und Chemo rankamen oder irgendwie was rausoperiert. Und ich muss mich jetzt entscheiden, sagt sie, ob ich den Schädel wieder einoperiert bekomme oder ob ich auf meinen Kopf aufpasse. Ja, also was man alles machen kann. Dann habe ich gedacht, ja, da kannst du hinfassen und kannst merken, wie du denkst. Also wenn der Knochen fehlt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber Gott tut Wunder auch bei dir. Gott tut Wunder auch bei dir und das ist so wunderbar. Wenn du ein Haus des lebendigen Gottes bist, wird dein Unmöglich in dir möglich. Und tut da auch wirklich, wir kritisieren so immer rum, aber dein Unmöglich soll möglich werden. So viele Leute sind voll von Leere. Voll von Leere, gell? Aber ich meine, dass die Leere mit H geschrieben. Die sind voll von Leere. Es gibt Leute, die können dir die Bibel erzählen, die können dir die, vorwärts und rückwärts, die wissen das so was von gut. Ihr Lieben,
Aber es gehört auch die Praxis dazu. Wenn wir diesen Vers, mit dem wir angefangen haben, wenn wir diesen Vers, bei Menschen ist es unmöglich, für Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Lukas 18, Vers 27, wenn wir das nehmen, dann sollen wir es praktizieren. Wisst ihr, was wir gerne tun? Herr, wenn du so gut bist, dann mach. Warum machst du denn nicht? Ich muss mal anrufen. Vielleicht sollen die beten, dass er macht. Nein, ihr Lieben, wir dürfen das glauben, dass das, was für uns unmöglich ist, und es gibt viel, was für uns unmöglich ist, stimmt's? Und es gibt viel, das wir erst ausprobiert haben und dann festgestellt haben, es ist unmöglich. Stimmt's? Weil wir haben gedacht, wir können Gott spielen. Ganz ehrlich, da haben wir doch schon manchmal, oh, das können wir, das irgendwo. Und dann merken wir doch, unmöglich. Ach, das mache ich schnell. Geht doch nicht. Unmöglich. Und dann finden wir diesen Vers, ihr Lieben, wo wir Kraft schöpfen dürfen. Was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Die unterschiedlichen Dinge. Und wir werden heute noch einiges im Lauf des Tages oder besser gesagt ja der Nacht, wo wir jetzt Gebetsnacht haben, hören. Wir können heute gut unsere Probleme erklären. Wir haben Wissenschaftler, ich möchte nicht über diese schimpfen, das sind ganz tolle Leute. Wir haben Lehrbücher, wir haben Sendungen, Ratgeber. Wir können unsere Probleme super erklären. Das können wir gut, aber ich sage euch, er kann sie lösen. Und dann finden wir das Wort, was für Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und das ist das Wunderbare. Wir lernen, mit Problemen umzugehen. Wir lernen, mit den Problemen zu leben. Und ich sage dir, es ist bestimmt eine Zeit, wo wir, ja, bis das Wunder da ist, schon mit umgehen müssen. Aber ich sage dir, strecke dich aus, denn dein Haus ist ein Haus für Wunder. Gewöhne dich nicht an deine Probleme. Manche gewöhnen sich so richtig dran und ich habe manchmal in der Seelsorge oder im Gebet Menschen, die kommen ganz lieb, ach, bet für meine Enkel, bet für meine Kinder und du siehst, sie selber brauchen auch Gebet. Aber sie sagen, lieber werden die geheilt, ich ertrage schon. Nein, die sollen geheilt werden, aber du auch. Du sollst auch Hilfe empfangen, nicht nur Heilung. Wunder kann unterschiedlich aussehen. Wenn du keine Arbeitsstelle findest und findest eine, das ist auch ein großes Wunder. Sind wir überzeugt, dass dieses Wort funktioniert, ihr Lieben? Erwarte dein Wunder in deinem Haus. Und wie gesagt, du brauchst dein eigenes Wunder. Der Herr der Wunder lebt in dir. Du musst nicht zu einer besonderen Kirche gehen, zu einer bestimmten Kirche, sondern der Herr der Wunder lebt in dir. Was in der Bibel über Wunder steht, gilt dir. Sag mal, was in der Bibel über Wunder steht, gilt mir. Was in der Bibel über Wunder steht, gilt mir. Glaubst du das? Amen. Amen, ja. In Apostelgeschichte 9 lesen wir von der Tabitha, die in Lydda war und krank war und Petrus ging hin und sagt, stehe auf, war zu Hause. In Apostelgeschichte 12, der Petrus war im Gefängnis und dann kam ein Engel, öffnete die Tür. Wir wissen es, der Petrus konnte raus und in dem Haus der Maria, wo da gebetet wurde, da haben sie für den Petrus gebetet. Herr Gott, lass ein Wunder geschehen, dass der Petrus wieder rauskommt. Der Petrus klopft an die Tür und sie haben nicht geglaubt, dass das Wunder geschehen ist. Und wisst ihr, die Magd hat wieder zugemacht. Das kann nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass Gott Gebete hört. Sind wir so manchmal auch drauf? Ich sagte, sei heute nicht so drauf, sondern wenn das Wunder anklopft, mach auf und sag, danke Herr, das Gebet ist erhört. Amen. Wunder geschehen dort, wo sie willkommen sind und auch gebraucht werden. Wo ist heute ein Wunder willkommen? Bei dir?
ist da. Ich sage dir, wir wollen nicht wundersüchtig sein, aber wir wollen den einladen, der die Wunder tut, und das ist Jesus Christus. Stimmt's? Du bist ein Haus der Wunder, in dem Gottes Normalität wohnt. Alle, die uns jetzt zuschauen, im Internet oder im Fernsehen, das Wunder kann auch bei Ihnen gerade jetzt passieren. Das Wunder ist dort, wo Jesus ist. Das Wunder ist nicht dort, wo irgendwo Hokuspokus ist. Nein, das Wunder ist dort, wo Glaube ist und wo Jesus ist. Amen. Das ist wirklich wunderbar. Und ihr Lieben, die alle hatten Gott so wunderbar, da steckt auch das Wunder drin, so wunderbar erlebt. Sie haben es erwartet. So ein Petrus oder ein Paulus, die sind richtig mit umgegangen. Erwarte dein Wunder in deinem Haus. Und ich möchte die Isolde bitten, meine Frau, ein Zeugnis, das wir bekommen haben, euch kurz vorzulesen, auch ein Wunder, das im Haus geschehen ist. Ja, da heißt es: Voller Freude kann ich euch berichten, dass Jesus eingegriffen hat. Er hat meine Tochter von der Beatmungsmaschine befreit. Danke, Jesus. Er hat in der Gebetsnacht große Wunder getan. Ich habe es im Internet miterleben dürfen. Auch haben die Ärzte gesagt, dass sie wieder schlucken kann und sie kommt von der Sonde weg. Vielen Dank für eure Gebete. Der größte Dank gilt aber unserem Herrn Jesus. Amen. Auch ein Wunder im Haus oder vielleicht auch im Krankenhaus. Und auch wenn uns jetzt Leute im Krankenhaus sehen, das Wunder ist ganz nahe, weil es Jesus ist. Es ist nicht ein Mensch, es sind nicht wir, es sind nicht unsere speziellen Worte oder speziellen Gebete, sondern das Wunder ist Jesus in Person. Amen. Und das ist das Wunderbare. Gott begegnet dir im täglichen Leben. Und ich sage dir, gerade dort, wo du bist. Markus 16, Vers 17 heißt es, die Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Die Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Es heißt nicht, die Zeichen werden folgen den Pastoren, Seelsorger und noch anderen Geistlichen. Nein, sondern die da glauben. Und das fasse heute auch den Glauben. Ich sage dir auch, gib dir einen Rat, mach dich frei. Das heißt es nicht, zieh dich aus, sondern mach dich frei von dem ganzen Ballast, der ihn hindert, an dir zu wirken. Habt ihr schon mal einen Doktor gesehen, der durch eure Bluse oder durch eure Jeans die Spritze reingejagt hat und sagt, es wird schon irgendwie gehen? Nein, aber wir Christen meinen manchmal, dass Gott heilen kann, dass Gott helfen kann, und wir haben noch den ganzen Ballast unseres Lebens um uns hängen und sagen, Gott, irgendwie findest du einen Flecken, wo du reinkommst. Ich sag dir, lass das wirklich, mach dich frei und komm vor den Herrn und wirf allen Ballast deines Lebens ab. Ballast kann sein Stolz, Ballast kann sein manche blöden Erfahrungen, Gewohnheiten. Und ich sage dir, riskiere etwas. In der Bibel steht vom Senfkorn-Glauben. Senfkorn-Glauben ist was ganz Kleines, ein Senfkorn. Und der Herr sagt, hättet ihr Glauben wie ein Senfkorn, ihr könntet Berge versetzen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir heute Nacht den Schwarzwald versetzen müssen, aber versetz mal dein Wunder, indem du sagst, und ich probiere es aus. Fasst Mut, riskiert mal und sagt, ja, Herr, ich glaube, es wird geschehen. Glaubst du das? Es wird geschehen. Steh auf und werde Licht. Lass Jesus aus dir herausstrahlen. Höre auf die richtige Stimme, denn der Teufel sagt immer, der hat 1000 Gründe, warum es nicht geht. Der hat bestimmt auch wie viele Gründe gehabt, warum du heute Abend nicht hierher kommen sollst, warum du nicht zu diesem Gottesdienst kommen sollst. Ich sage dir, der Teufel hat 1000 Gründe, warum es nicht funktioniert.
Jesus hat nur einen, er hat gesiegt, dass es funktioniert. Ich sag dir, erwarte dein Wunder. Erwarte dein Wunder. Und bis du es hast, sag ich, bleib normal. In Gottes Normalität. Wir sollen wirklich in einer göttlichen Normalität warten auf das, was Gott für uns vorgesehen hat. Nimm aber nicht die Durchschnittstemperatur deiner Gegend an und sag, ja, der, ja, die Temperaturen, sondern nimm die Temperatur an, wie es in der Bibel steht, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und ich sag dir, Gott ist größer als dein Chaos. Gott ist größer als dein Chaos. Gott ist da, wo du bist. Ist das nicht wunderbar? Sonst muss man immer zu den Göttern hinfahren, fliegen oder pilgern. Gott ist da, wo du bist, denn du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Erwarte dein Wunder in deinem Haus. Amen. Amen. Amen.